MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück auf der Karte Bremen Nord. Und zwar heute in einer ganz besonderen Version. Die Version nennt sich 2.0, ist noch Work in Progress und zeigt die Karte Bremen Nord im Jahre 2019. Ja, das Ganze wird irgendwann mal veröffentlicht werden als Update. Das dauert noch ein bisschen. Ich darf euch das heute schon zeigen, deswegen ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle erstmal an den Dennis, an den Entwickler des Addons, dass ich das Ganze schon mal testen darf. Wie gesagt, das Ganze ist noch Work in Progress, das heißt, es kann noch ein bisschen was verändert werden bis zum Release dann. Der Release steht im Übrigen auch noch nicht fest, das heißt, bitte auch nicht die Kommentare jetzt voll spammen mit wann kommt das raus und so weiter und so fort. Was ich euch sagen kann, das Update werdet ihr dann ganz automatisch, sofern ihr dann Bremen Nord habt, über Steam erhalten. Ja, das wird automatisch dann geupdatet. Ansonsten guckt auch gerne mal auf der Facebook-Seite vom OMSI 2 Add-on Bremen Nord. Wir fahren heute eine neue Linie mit dem MAN A40, auch genannt MAN Line City GL. Fahren mit dem Wagen 4738 und dem Repaint der Bremer Straßenbahn AG, dem Standard Repaint aus dem Jahre 2019. Das heißt, man hat jetzt hier so Baustellenschilder angeklebt. Mit dem Hinweis, dass man bitte vorne einsteigt. Und hier steht es dann nochmal klein drauf. Ab 20 Uhr dürfen die Menschen dann nur noch vorne einsteigen. Das heißt, jetzt haben wir es 18:35, können die Menschen easy noch hinten einsteigen. So. Im Jahre 2019 gibt es nicht mehr die Linien 96 bis 99, so wie früher. Sondern dann gibt es die Linien 95, 96 und 98. Ja. Diese werde ich euch alle drei jetzt zeigen, in Form von drei Videos. Heute ist die 95 dran, sprich eine neue Linie, die beginnt hier am Betriebshof Blumenthal. Der Spawnpunkt heißt Betriebshof Rönnebeck. Da geht's los, ja, und fahren dann Richtung Bahnhof Wegesack. Fahren direkt wieder zurück. Wir fahren heute hin und zurück. Ja, dann gibt es allerdings noch irgendwie eine Besonderheit, dass wir dann, also es ist dann der letzte Umlauf nachher, den wir fahren. Auf Deutsch gesagt, wir müssen dann auf den Hof und dann irgendwie in der Werkstatt anhalten. Das wird nochmal ganz interessant. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Genau, starten den Bus einmal. So, demnächst wird es dann die Linie 96 von mir geben, die Ringlinie. Die führt dann vom Bahnhof Blumenthal bis zum Betriebshof. Dann über die Haltestelle an der Lehmkuhle wieder zurück zum Bahnhof Blumenthal. Der Bahnhof Blumenthal, den seht ihr auch hier. Der hat sich sehr stark verändert. Also bis dahin würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall dran zu bleiben. Das ist wirklich, also ich musste zum Anfang gucken, wie sah das denn früher aus und so. Das hat man, also zumindest die Straßenführung hat man nicht wiedererkannt. Seid auf jeden Fall gespannt drauf. Und dann wird es noch die Linie 98 geben. Das Video zur 98 wird ein kleines Commentary werden. Das heißt, ihr dürft in die Kommentare von diesem und dem nächsten Video reinschreiben. Wie gefällt euch das Update? Was könnte man noch anders machen? Ja, also was gefällt euch noch nicht? Was könnte man noch ändern und so? Findet ihr vielleicht irgendwelche Fehler? Ne? Dazu ist das Ganze ja auch da. Alles noch Work in Progress. So, unsere Umlaufnummer ist die 3546. Das heißt, wir geben die hier ein. Sagen, okay. Daumen geht nach oben. Betriebshof Blumenthal. Da fahren wir gleich hin. Hier steht's dran, Linie 95 Richtung Bahnhof Wegesack. Genau. Der Sport stelle ich mir jetzt nicht ein, das passt so. Melden uns hier noch beim Ticketdrucker an. So, wunderbar. Licht mache ich auch mal an. Schadet ja nicht. Hier, der Böhmermann fährt uns heute wieder. Alle 11 Minuten reicht uns nicht. Ja, ja, da habe ich mich schon mal, als wir das letzte Mal Bremen Nord gefahren sind, drüber lustig gemacht. So sieht die Innenanzeige aus, auch ganz schick. Ja. Gut, am Bus hat sich jetzt soweit nichts verändert, ne? Wenn ihr Fragen haben solltet, ja, dann auch gerne in die Kommentare immer reinschreiben. Ganz wichtig. Aber nicht die Frage stellen, wann kommt das raus und so. Ja, das ist eine Preview.
Das ist etwas, was noch nicht öffentlich verfügbar ist, aber dann halt auch demnächst kommen wird. Ne? Je nachdem, was man vielleicht noch macht, ob man noch Fehler findet, die wir jetzt von euch zum Beispiel, die von euch jetzt hier geschrieben werden in die Kommentare oder die ich jetzt auch finde. Ich finde ja gerne mal so ein paar Fehler, ja. Je nachdem. Und dann irgendwann wird das rauskommen. Moin, moin. Drei Haltestellen, macht eine Kurzstrecke. Da ist sie. Danke. Bitte. So, das kennen wir ja noch vom Schienenersatzverkehr. Ja, diese Haltestelle. Guck gerne nochmal rein, Link in der Infokarte. Schienenersatzverkehr auf Bremen Nord. Ja, sieht ganz schick aus. 0,7 Minuten haben wir noch. So, hier springt die Heizung natürlich wieder an. Von alleine, ja, das ist so auf Bremen. Wenn du halt den Line City hier auf Bremen fährst, dann springt die immer automatisch an. So, hier geht's also nach Lüssum. Kleiner Spoiler schon mal vorneweg. Bei der Ringlinie 96 steht dann auch Lüssum-Ermlandstraße als Ziel dran, ne? So, und fahren jetzt natürlich erstmal so einen Abschnitt, den wir auch vom SEV kennen. Deswegen vergleiche das gerne nochmal. Was hat sich so getan? Ich habe schon eine kleine Probefahrt gemacht. Eggestädter Straße. So, da haben wir die 95. Kollege. Es gab wohl früher auch mal die Linie 95E, die man fahren konnte. Habe ich nochmal nachgeguckt. Ich bin die aber, ich glaube, einmal nur gefahren oder so, weiß ich gar nicht, wenn überhaupt. Aber jetzt gibt es halt die komplette 95. Guten Abend. Wie gesagt, alles schön auf den Stand von 2019 gebracht. Da der Entwickler ja aus Bremen kommt, glaube ich ihm das auch, ja, nämlich das alles so ab, dass das stimmt von der Linienführung her. Normalerweise sage ich immer, ja, wenn Bremer Zuschauer da sind, dürft ihr gerne schreiben, ob das realistisch ist, aber Besanstraße. Ich glaube das jetzt einfach mal. Ich meine, wenn ihr Zuschauer aus Bremen habt, würde es mich mega freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, dass ihr aus Bremen seid oder dass ihr es wiedererkannt habt und so. Würde ich mich auch drüber freuen, ganz klar. So, die Besanstraße, ja. Hier sind wir damals beim SEV auch lang gefahren. So, die zweite Tür ist leider eine manuelle Tür. Moin. Hallo. Moin. Mahlzeit. Jawohl. Vergessen? Nö, ja, alles klar. So, für alle, die das interessiert, dieser Bus ist komplett ungemoddet. Ich habe halt nur entsprechend das gemoddet, was man in dem Bus hier modden kann. Also Türen und so und den Zusatzspiegel könntest du ja auch entfernen und so, aber wir haben es ja wirklich auf dem Stand der BSAG von 2019 mit dem Hakenwehrstraße. Modernsten Ibis und dem neuesten Drucker. Genau, dieser Zusatzspiegel auch ja typisch in Bremen, hast du sonst ja eigentlich auch selten. Aber so vom Sound her und so ist das hier genau der Bus, den ihr bei Bremen Nord dann auch ja, bekommt. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit, danke. So, für alle, die das Bremen Nord auch noch nicht besitzen sollten und sich jetzt vielleicht überlegt haben, ach ja, Mensch, ist ja doch ganz cool. Ihr habt einen Link dazu in der Videobeschreibung.
könnt ihr das Add-on mit 10% Rabatt bei meinem Partner Games Rocket kaufen, wer also noch Interesse hat. Ansonsten habe ich das Add-on ja schon oft empfohlen. Wasserturm. Sehr schön. Ja, leider haben sich die Straßenverhältnisse nicht unbedingt gebessert hier. Das ist immer noch genauso, wie wenn du das Szenario 2010 einstellst. Da könnte die Stadt Bremen mal ein bisschen was machen. Das ist nicht immer gerade angenehm, hier lang zu fahren. Moin. Moin. Moin, alles klar. Ich meine, wir können ja noch mal kurz so ein bisschen Sound hören. Wie gesagt, hat sich da jetzt nichts verändert. Kennt ihr, ne? Friesenbergstraße. Also es wird eine sehr intensive Vorstellung dieses Updates werden. Das heißt ja auch nicht ohne Grund Version 2.0. Weil man die Karte wirklich auf den neuesten Stand bringen möchte. Deswegen gibt es dazu dieses Mal auch drei Videos. Ich finde es immer schön, wenn sowas gemacht wird. Das hat man ja bei X10 jetzt auch vor, dass man das alles ein bisschen auf den neuesten Stand bringt. Wobei man sagen muss, X10 ist ja doch noch ein bisschen älter als Bremen Nord, ne? Ich glaube auch schon über 4 Jahre mittlerweile X10. Ansonsten Aachen hatte man ja auch mal irgendwie auf den neuesten Stand gebracht, wobei dieser Stand jetzt auch wieder nicht mehr aktuell sein wird. Ich finde das immer cool, so bei realen Add-ons, dass man nicht immer unbedingt auf dem Stand spielen muss, wo das Add-on rauskam. Ja, wenn das jetzt 2015 rauskam, dass ich dann möglicherweise mit 2015 Umgebung... Mahlzeit, hallo. Jetzt zieh dir einfach mal was Warmes an, Mensch, wird Sommer. Ne, dass du dann 2015er Objekte hast und obwohl das dann in der Realität dann an vielen Stellen schon anders aussieht, so ist das ja heutzutage. Geschäfte zum Beispiel, ne, die ziehen ein und aus und vor allem werden viele Häuser auch heutzutage gebaut, ne. Immer mehr Wohnungen gibt es und so renoviert wird, also Bahnhof Blumenthal. In so ein paar Jahren verändert sich eine Stadt. Kann ich euch auf jeden Fall bestätigen. So, jetzt kommt der Bahnhof Blumenthal. Da sollten wir uns auch wirklich mal jetzt ein bisschen intensiver Zeit für nehmen, dass wir uns das mal angucken. Wie ihr seht, haben wir da oben einen kleinen Aufenthalt. Hier ist ein bisschen Unkraut noch auf der Straße. Das muss noch gepatcht werden, bevor das dann final rauskommt. So, ich gebe dieser Ampel jetzt, warte mal, 48, ich gebe der Ampel jetzt 3 Minuten Zeit. 3 Minuten warte ich hier jetzt, bis es 51 ist. Ich habe nämlich die These, dass diese Ampel nicht funktioniert. Weil Fußgängerampel ist tot. Und bei uns ist die Ampel... Wieso blinke ich? Ach ja, ich blinke. Hey, ich bin auch wieder schön dumm. Ich blinke rechts gerade, ist noch so drinne. Weil sonst bist du hier rechts gefahren. Dann konntest du hier links und rechts abbiegen. Und da war hier nur so ein Schild dran. Bus darf aber gerade ausfahren. Und da war hier dieser... Die war hier die Bushaltestelle. Das war nicht mehr ein Busbahnhof so, ne? Aber das war immer ein bisschen eng da und Kopfsteinpflaster und so. Dahin war der. Jetzt ist der Busbahnhof hier. Das heißt, wir haben einen Inselbussteig. Gucken wir uns gleich genauer an. Wie gesagt, ich behaupte, die Ampel funktioniert hier noch nicht. Hier funktioniert die Fußgängerampel auch nicht. Die ist auch die ganze Zeit auf Rot. Es gibt in Dresden so eine Ampel. Der eine oder andere wird das mal gesehen haben. In Dresden gibt es eine Ampel, die ist tatsächlich 24/7 auf Rot. Ja, das ist eine Rechtsabbiegeampel. Und da hat man dann einfach so einen pappgrünen Pfeil hier mit hingesetzt. Ja. Und da leuchtet die Ampel 24/7 rot. So habe ich hier auch den Eindruck, dass das so ist. Aber, ja. Also ich stand hier in der Probefahrt mal so, ne, lange Zeit, dann hatte ich keinen Bock mehr hier zu warten. Bin ich dann bei Rot rüber gebrettert. Hier könnt ihr auf jeden Fall mal vergleichen. Hier bin ich mir nämlich gerade überhaupt nicht sicher, was hier vorher war, wo jetzt dieser neue Busbahnhof ist. Weil normalerweise bist du sonst ja hier immer rechts abgebogen. Ich
Ich glaube, da konntest du ja nämlich ja gar nicht geradeaus fahren. Deswegen ist das jetzt alles ein bisschen speziell. Hier wäre vielleicht auch eine Busampel cool. Ich weiß nicht, ob es in der Realität so ist. Wahrscheinlich nicht, sonst wäre sie jetzt hier. Aber falls die Stadt Bremen zuguckt und so eine Busampel macht. Weil als PKW darfst du hier ja auch nicht. Also ist auch kein Schild hier, habe ich schon nachgeguckt. Weil hier fahren nämlich auch manchmal PKWs auf diesem Busbahnhof rum. Normalerweise ist das eigentlich verboten, dass PKWs auf solche Busbahnhöfe rauf dürfen. Aber scheinbar wird das hier geduldet oder so. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja auch realistisch, dass da mal ein Auto auf dem Busbahnhof rauffährt. Gibt halt solche Idioten auch im realen Straßenverkehr. So, wir warten jetzt noch eine halbe Minute. Wie gesagt, wir können uns das ja erlauben, weil wir haben Bahnhof Blumenthal sowieso. Ein paar Minuten Aufenthalt, ja. Und dann sollte das passen. Dann fahren wir nämlich weiter. Auch schön, wie da die Busse hintereinander stehen, ne? Hier. Da reicht die Haltestelle aber offensichtlich nicht aus, damit zwei Gelenkbusse hintereinander stehen. Ist scheiße geplant worden, offensichtlich. 2x18,75 Meter. Ja. Das ist ein GL. Der ist etwas länger als der normale Gelenkbus. So, da, Digga. Da ist dieses blöde Auto. Was nicht weiß, dass das hier ein Busbahnhof ist. So, ich habe auch die Befürchtung, dass der jetzt da nicht wegfahren wird. Ja, steigen Sie ruhig vorne ein bei mir hier. Jo, danke. Junge, 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 ist das kalt hier. Ja, aber T-Shirt anziehen oder was? Mahlzeit. So. Also die Ampel sagt ja, dass wir jetzt hier rausfahren dürfen. Problem ist, wir kommen hier nicht durch. Ja. So. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich so lange warten. Also die Ampeln müssen hier funktionieren. Wir müssen so lange warten, bis sich der Stau hier aufgelöst hat. Weil wir fahren jetzt dort hinten lang. Und normalerweise sollen wir nämlich auch nicht bis da vorne fahren, denke ich mal. Ja, sondern dafür ist ja hier diese Haltelinie extra da. Was wir jetzt aber schon mal machen können. Ich denke, das sollte erlaubt sein, dass wir uns mal einfach hier nebenstellen. So. Wenn das Auto hier parkt. Nein, vielleicht wird das auch rausfahren, keine Ahnung. Also jetzt haben die grün, wir gucken mal, dass dann auch die anderen mal grün kriegen. Also die sind jetzt nicht alle auf rot, die Ampeln hier. So, guck mal, da hast du nämlich jetzt. Deswegen sollen wir wahrscheinlich hier hinten anhalten, weil nämlich Busse auch hier rauffahren. Und dann fahren sie natürlich hier rein. Das ist übrigens wieder so ein Neoplan. Der hat noch die alten MAN-NG-Sounds. Also ich warte jetzt auch nicht allzu lange. Beziehungsweise, was wir mal machen können, alter Omsi-2-Trick, ist, wenn ihr die Taste F11 mal drückt. Das dauert zwar einen Moment, weil ist ja auch eine, ja, relativ große Karte. Auch wenn es jetzt, weiß ich nicht, also Ruhrgebiet ist dann schon größer, also da würde es dann hier eine Stunde sitzen, keine Ahnung. So, und dann drückst du wieder F1 und dann bist du wieder da, oder F2, je nachdem. Dann bist du wieder bei deinem Bus und dann müsste der Stau jetzt weg sein. So. Ich nehme jetzt auch keine Leute mehr mit. Die haben Pech gehabt dann. Ach komm. Ach komm. Nee, 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 nee. Bevor da wieder Stau ist. Nee, 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 Leute. Das tue ich mir jetzt nicht an. Kommt da einer? Man sieht ja doch schlecht. Warte mal. Nee. So, nee, 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 Leute. Also, bevor wir da wieder ein Signal zum Fahren kriegen, ist die Ampel, ja, für die PKWs ist dann wieder rot und die stehen dann wieder. Nee, 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 nee. Nee, nochmal warte ich da nicht. Also, wenn da Ampelzeiten sind von über 5 Minuten oder so, dann sagt mir das gerne.
Kann mir auch der Entwickler nochmal sagen. Dann warte ich hier auch 5 Minuten. Aber ich halte das nicht für realistisch, weil ich spiele Omsi 2 schon ein bisschen. Und mit ein bisschen meine ich über 3500 Stunden. Und da hatte ich sowas noch nie, dass ich so lange gewartet habe. So, das kennen wir auch hier vom SEV. Da sind wir auch hier lang gefahren. Bremen Klinik kommen. Genau, das ist auch. Da steht es ja auch Bahnhof, genau. Auch da hielt der SEV an. Haben wir natürlich ein bisschen Verspätung jetzt, weil ich da so ewig gewartet habe und durch den Stau da. Also dürfen Bremer auch gerne kommentieren, ob in der Realität mit diesem neuen Busbahnhof auch immer das Problem ist, dass da so krass Stau ist und die. Ja, wobei, man muss auch sagen, wenn die Autofahrer halt ein bisschen Intelligenz haben und nicht die Omsi-KI sind, dann lassen sie natürlich auch die Einmündung da frei. So, ne? Aber hier in Omsi sind die halt ein bisschen behindert. Moin! Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, auch dieser Abfahrtton, Beep, ist auch wieder mit dabei. Realistisch hier für Bremen Nord. Oder halt Bremer Straßenbahn AG. Lühnstraße. So, der hat irgendwie kein Zielschild dran. Also den Neoplanbus, ich könnte ja nicht selber fahren, nach wie vor nicht, ne? Das sind nur KI-Fahrzeuge, dass du halt nicht nur den Line City hier rumfahren hast. Blumenhorster Straße. Wie gesagt, irgendwann wird ja auch der Solaris dann mal rauskommen, keine Ahnung wann. Ich habe da auch jetzt nichts mehr von gehört. Der Bremer Solaris muss man halt mal gucken. Dritte Generation wohlgemerkt, ja, das interessiert ja auch viele. Jetzt kam mal die zweite Generation als Paver heraus und vierte gibt es ja auch schon als Paver, nur die dritte halt noch nicht. Die haben wir halt bisher in der, muss man halt auch sagen, sehr, sehr guten Freeware-Variante. Moin, Mahlzeit, alles klar, danke. So, da könnt ihr euch einen schönen Döner holen hier. Fairer Kempe. Wenn ihr mal jetzt irgendwie ein bisschen Verfrühung habt oder so, steigt da mal kurz aus oder euch einen Döner einfach weiter. Könnt ihr da in der Pause dann irgendwie verzehren. Ja, ja. So, nach wie vor, ja, schön enge Straßen hier. Ich sag's immer wieder, es ist kein Add-on unbedingt für Omsi-Anfänger. So, auf dem Ibis seht ihr, 10 Minuten haben wir jetzt noch. War noch dunkelgelb. Da steht doch, vorn ist fair, Leute. Moin. Jo. Ich weiß zwar nicht, wer zum Busfahrer geht und sagt 3 Haltestellen. Anstatt einer Kurzstrecke, aber. Okay. So, Bahnhof Aumund. Übergang zur Regio S-Bahn. Es ist doch SEV, Digga. Ja, aber in der Realität halt echt, ne? Deswegen ganz gut, dass wir die Originalansagen haben.
Moin. Jo, jo, jo. Habt ihr gesehen, ne? Steigen auch an der dritten Tür ein, die Fahrgäste. Wunderbar. So, Busfahrer freut sich jetzt schon auf Feierabend. Schon wieder so ein Neoplan. Ich glaube, die fahren doch gar nicht mehr im Jahr 2019, oder? In Bremen. Also zumindest habe ich da keinen gesehen damals, aber... Ja gut, ich meine, das ist, wie gesagt, neben dem Line City der einzige KI-Bus, der da halt noch mitgeliefert wird, ne? Alle, die sich das so ein bisschen realistischer machen wollen, sollten sich dann wirklich das Solaris Add-on dann irgendwann kaufen. Oh, hier Spielhalle. Stimmt, das hat Jan Böhmermann damals in seinem Video gesagt. Dass es hier übelst viele Spielhallen gibt. In Bremen-Nord. So, jetzt kommt Omsi ganz schön an seine Grenzen. Eieiei. Aber Performance ist eigentlich soweit in Ordnung. Also hat sich jetzt nicht verändert. Moin. Nabeln. Nabeln, danke. Moin. Einmal Tageskarte. Bitteschön. Also, heute habe ich es echt mit gelben Ampeln, ey. Ja gut, es macht halt schon einen Unterschied, ob wir zu spät dran sind oder ob wir halt pünktlich sind. Wenn wir pünktlich sind, sage ich, oder wenn wir halt auch mal so ein bisschen Verfügung haben, sage ich dann eben auch, ja komm, dann nehme ich die rote Ampel halt mit, ne? Aber wenn wir halt jetzt, so wie eben, ein bisschen Verspätung aufholen wollen, dann musst du halt auch mal über die gelbe Ampel rüberhasseln, ne? Hinten haben wir eine Innenschwenktür. Hinten eine Innenschwenktür. Zweite ist auch hier eine Außenschwenktür. Hier vorne auch. Wunderbar, so muss das sein. Ich fahre vorne tatsächlich lieber mit einer Innenschwenktür. Haben wir hier allerdings das Problem, dass dann diese eine Türflüge hier in diesen Kasten da reinkommt. Das sieht dann halt ein bisschen beschissen aus. Jetzt sind wir wieder 1 am Zeitplan. Wunderbar, haben wir die 2 Minuten dann doch noch irgendwie aufgeholt. Die Oma geht dann im Park spazieren. So, und dann kann ich jetzt nämlich auch mal an der roten Ampel anhalten. Jetzt geht's durch diese kleine Fußgängerzone da, wo Tempo 30 ist. Dann geht's direkt zum Bahnhof Wegesack runter. Da hast du dann normalerweise so Viertelstunde ungefähr Pause. Machen wir jetzt natürlich nicht. Wir fahren direkt weiter. Wieder zurück. Und dann auf den Hof rauf. Und machen dort dann Feierabend. Dann wir die rüber. Nee. Jetzt dürfen wir mit 30 lang gucken. Nach wie vor. Aber so sehen wir halt Bremen heute auch mal am Abend. So, das gefällt mir auch gut. Die ersten Laternen sind schon an. Ist doch ganz schick.
Ist der Bus leer? Ja. Okay. So, hier mal ein bisschen aufpassen, wenn ein Gelenkbus entgegenkommt oder Waffenbus. Fahrtende, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Übergang zur Regio S-Bahn. Das Team der BSAG wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch, mein Freund. So, jetzt wird jetzt nochmal diese Bumsmusik zum Ende abgespielt hier. Keine Ahnung, was das immer soll. Aber das kennen wir auch schon. So. Wir hätten sogar 20 Minuten Pause, ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ja, auch hier haben wir dieses coole Kundenzentrum da, ne? Mit Aufenthaltsraum. Muss ich gleich auch nochmal gucken. Kennen wir schon, hier hat sich dann soweit irgendwie nichts verändert. So, hier würde ich die Fahrgäste sonst rauslassen. Das mache ich jetzt nicht. Ich fahre gleich zur... Oh. Oh komm, soll ich dir noch einen Rollator kaufen oder was? Gleich mal hier zur Pausenhaltestelle. Jetzt müssen wir unsere Abrechnung kriegen. Kriegen wir nicht. Hätte ich doch da hinten Pause machen sollen oder was? Gut, dann fahren wir schon mal vor. Dann können wir da den Fahrplan ändern. Da steht doch irgendwas, warte mal. Bussteig E. Ist die Frage, wo ist Bussteig E, ne? Steht das hier irgendwo dran, ne? Nee. Das wäre doch schön, wenn man das irgendwo mal hinschreiben könnte. Keine Ahnung, aber ich habe halt keine Ahnung, ja. Und ich denke, die meisten von euch wissen jetzt auch nicht, wenn das hier nicht dran steht, wo jetzt der Bussteig E sein soll. So. Dann brechen wir das Ganze wieder ab und suchen uns dann schon mal den neuen Fahrplan raus. Nein. Den. Bahnhof Fegesack. Jo. Übergang zur Regio S-Bahn. Ja. So, 24 sagt er, ist Abfahrt. Bussteig A. Weiß ich, wo Bussteig A ist, ne? Ich meine, das kann ja hier vorne sein oder da hinten. Steht das an der DFI dran? Auch nicht, Alter. So, warte mal, hinten mache ich auch noch auf für euch, ne? Könnt ihr hinten auch einsteigen. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo. Moin. Namen, danke. Namen. Jo, alles klar. Moin. Moin. Jo. Bitteschön. Moin. Jo. Jo, viel Spaß denn. So, Abfahrt. Betriebshof Blumenthal, jo. Jetzt kommt wieder diese elendlange rote Ampel, die gerade auf grün ist. Ja, vorbei war es. Ach, scheiße. Na, mal sehen, wie lange wir heute stehen dürfen. So, seht auch nochmal so ein bisschen die Nachteffekte auch gleich, ja.
Als wir hier angefangen haben, war es eigentlich fast noch hell. Jetzt wird es gleich dunkel. Ist leider nicht ganz realistisch im OMSI 2, ja. Weil, ich meine, die Aufnahme, die ist jetzt... Ich meine, das Spiel ist am 6.5. und bei mir ist gerade der 1.5. Und, ich kann nur so viel sagen, das war um 20 Uhr noch komplett hell bei mir heute. Ja, und hier ist es 19.24 schon fast dunkel. Da ist leider, ich weiß nicht, was mit OMSI 2 da nicht richtig ist. Ich meine, das liegt halt am Hauptspiel, ne? Ach, guck mal, jetzt funktioniert die Matrix beim Neoplan, bei der 98. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja, hier ist halt noch dieses Falkensee... Tempolimit-Schild, ne? Wir haben das neulich mal gesehen. Auf einer anderen Karte. Wo war das noch gleich? Region Grundorf war das. Da hatten wir zum Beispiel auch andere Tempolimit-Schilder. Und zwar auch wirklich die, auch wie 2019 aussehen und nicht wie noch vor der Wende, ne? So wie hier zum Beispiel. Hier hast du ein vernünftiges 30er-Schild. Und vorhin, da hast du auf einmal das aus Falkensee. Ich finde das immer hässlich. Weil das ist heutzutage nicht mehr so, dass da dann eben auch draufsteht KMH noch, sondern da steht dann nur eine 30. Vielleicht kann man das ja nochmal austauschen. Wäre ganz cool. Das ist ein Arbeitsaufwand von 5 Sekunden. Ja. So, wir fahren mal ein bisschen weiter vor. Guter alter Busfahrertrick. Dann steigen die nämlich hinten ein, gehen wir hier vorne nicht auf den Sack. Steigen sie ruhig hinten ein. Mahlzeit. Einmal, ja, da hinten können sie ruhig auch meckern, das höre ich sowieso nicht. Danke. Bitte. Oha, oha, oha. Wie gesagt, die KI-Busse fahren hier ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt ist frei, alles klar. So, hier auch, ne? Hier ist auch wieder das aus Falkensee. Schade eigentlich. Das könnte man halt echt noch ersetzen. Vor allem, man muss es ja nicht neu entwickeln, man muss ja nur dieses eine 30er, was ich euch eben gezeigt habe, da, was schon ordentlich ist, das muss man dann ja nur, da muss man N drücken und dann das ersetzen einfach, ne? So wie hier zum Beispiel auf 50 ganz normal steht, so wie sich das gehört. So. Bus klappert natürlich auch wieder. Ist ja auch MAN, ne? Müll aus Nürnberg. Eieiei. So, ich hoffe, dass euch das trotzdem gefällt, wenn das Video heute mal ein bisschen länger geht. Wem das Video zu lang sein sollte und jetzt irgendwie keinen Brückentag genommen hat oder sowas und deswegen keine Zeit hat, wenn ihr das Video... okay. Wenn das Video... startet, dann... merkt sich YouTube das. Ja, YouTube speichert sowas. Wie lange ihr das Video guckt und wenn ihr dann... nochmal auf das Video klicken solltet, könnt ihr dann halt da... also zum Beispiel morgen oder so... könnt ihr dann halt dort weiter gucken. So, Vibrator wieder am Arsch hier drin, Alter. Moin. Hallo. 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 Mahlzeit. Mahlzeit. Moin, danke. Was ihr auch machen könnt, wenn das Video hier eine Premiere haben sollte, und es gibt einen Live-Chat ab 14 Uhr, muss mal gucken, dann könnt ihr da auch in den Chat schon mal so ein bisschen was reinschreiben. Ich meine, dieser Chat ist halt auch im Nachhinein lesbar, von daher
Ist das nicht umsonst, was ihr da reinschreibt? Also anders als bei einem Stream, wenn ihr einen Stream halt irgendwie was reinschreibt, so, dann juckt das halt danach keinen mehr, weil das ist dann nicht mehr zu lesen, ne? Also auch da könnt ihr, wenn euch jetzt irgendwie was einfallen sollte und ihr wolltet noch nicht in die Kommentare reinschreiben, könntet auch jetzt gerne in den Live-Chat reinschreiben, sofern es denn eine Premiere geben sollte. Von manchen wird sie ja geliebt, von manchen wird sie gehasst, diese Premiere-Funktion, keine Ahnung. Ich persönlich denke halt, dass durch diese Premiere die meisten von euch eher dazu veranlagt sind, das Video komplett oder länger zu gucken, als wenn es keine Premiere dazu geben sollte. Also wenn ihr einen Chat zum Video habt und ihr mit anderen Zuschauern euch austauschen könnt und so, dann guckt man tatsächlich länger, als wenn man jetzt irgendwie alleine sitzt. Ja. Das ist so mein Eindruck, aber wir können auch wieder rumspinnen, keine Ahnung. Guten Abend. Nabend. Moin moin. Jo. Nee, das nicht. Da ist er. Das ist echt schlecht zu lesen immer hier. Danke. Brö. Der Nachtmodus, der sieht... Können wir mal anmachen jetzt. Der sieht auch ganz gruselig. Der sieht auch ganz... Ach, das war der Nachtmodus, oder was? Ja. Ach so. Naja, okay. Dann ist das der Nachtmodus. Der sieht halt echt gruselig aus. Tagmodus ist auch grenzwertig, aber finde ich besser tatsächlich. Bahnhof Aumund. Übergang zur Regio S-Bahn. So, der Kollege. Linie 90. Der Krankenwagen? Oh, geil. Oh, Meckes. Da ist Krankenwagen. Kick mal. Ja, was machen wir jetzt? Moment. Aber Meckes wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Warte mal, warte mal. Oh, geil, Alter. Meckes. Ist auch cool, dass man den auch nachgebaut hat. Ja, ach, Feuerwehr sogar. Ist sogar echt cool, dass man den noch nachgebaut hat, den Meckes, obwohl ja dort gar keine Linie lang führt, ja. Das finde ich schon wieder nice. So ist er. Bieg bitte ab. Kann jetzt hier schlecht irgendwo. Ich meine, die überholen ja auch nicht hier, wenn ich jetzt irgendwo ranfahren sollte. Deswegen habe ich neulich erst wieder mal gelesen, das sei wohl irgendwie erlaubt, dass man dann bei Rot rüberfährt. Wenn irgendwie ein Krankenwagen. Oder blaue Licht, ach Mann. Ja. Jo. Ja, in der Realität würden sie halt jetzt, genauso auch wenn du an der Ampel stehst, einfach überholen, aber dafür ist die Omsi-KI halt zu dumm. Ah, was sehe ich denn da? Streckenende. Ach, guck mal, der fährt jetzt auch... Oh, als ob der jetzt auch abbiegt hier. Hier geht es vielleicht irgendwann mal weiter. Ah, das ist cool gemacht hier. Das ist cool gemacht. Fairer Kempe. Bei Katastrophe Ruhr zum Beispiel, da werden dann nur solche Sackgassenschilder in XXL-Größe aufgestellt. So. Oh. Wisst ihr, mir geht das jetzt auf den Sack. Ich zeige euch mal, was ich jetzt mache. So, ich meine, die Omsi-Autos können auch nicht rechts ranfahren, so wie ich das jetzt mache. Aber das Feuerwehrauto sieht cool aus. So. Jetzt erstmal Blutdruck wieder gesenkt, ja. Ganz entspannt.
Guten Abend. Was ihr auch mal machen müsst, ist so, hier so ein Feuerwehrauto oder halt diese Krankenwagen, die es in Omsi gibt, dass man die einfach mal verfolgt. Das müsst ihr immer machen, das ist total lustig, ey. Die fahren da irgendwie fünfmal im Kreis oder so. Oder euch einfach mal so an so einen Kreisverkehr stellen, das ist auch einfach lustig. Einfach da mal zugucken, wie da die Omsi-Autos fahren. Die fahren da manchmal fünfmal auch im Kreisverkehr umher, ey, das ist lustig. So, Aldi. Steigt Manfred bestimmt ein, oder? Hat Pommes geholt. Pommes. Ich hab extra Händen aufgemacht, ja. Ach so, ein Ticket willst du noch haben von mir? Ja, ich... Wieso darf ich hier während der Fahrt nicht verkaufen? Was ist das denn? Wo kommen wir denn jetzt hin? Hier, kriegst du was aus der Hosentasche hier? So, dann habe ich selbst geschrieben, das Ticket. Bitteschön. Ist das in der Realität auch so, dass man hier nicht während der Fahrt verkaufen kann? Das geht ja gar nicht, ey. Aber Bus fährt sich auch wieder super. Macht Spaß, wenn du jetzt nicht gerade hier so eine Huckelpiste hast. Fährt sich das auch mega geil hier. Macht echt Spaß wieder. Ja, ey, du kannst... Nur wenn du anhältst, ganze Tickets verkaufen. Ey, das ist doch ein Scherz. Klinikum Bremen Nord. Übergang zur Regio S-Bahn. Übergang zum Krankenhausbett. Oder Übergang zur Notaufnahme. Guten Abend. Abend. Moin. Moin, danke. Ja, mach dir warme Gedanken, Mensch. Jo. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Muss aber auch ehrlich sagen, mir gefällt dieser Busbahnhof vom Aussehen her, von der Übersichtlichkeit her, deutlich besser als vorher. Dennoch eben diese Verkehrslage ist natürlich dezent beschissen, ne? Vorher bist du da einfach schön rein. Kamst auch easy, ich glaube ohne Ampel sogar auch wieder raus. Ja, das war einfacher. Aber so von der Gestaltung her hast du einen Inselbussteig und so. Einfaches Umsteigen auch möglich dann natürlich für die Fahrgäste, ne? Oh, ich höre schon wieder eine Feuerwehr. Mein schlimmster Albtraum in dieser Folge hier. So, hier schön Werbetafel, auch mal ganz nett. Sitzbezüge finde ich auch sehr, sehr schick. So ein bisschen was Nordisches, ne?
So. Da wären wir. Das ist natürlich nicht die Endhaltestelle, aber... Oh Gott, hier ist ja auch wieder... Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Junge, 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 Junge. Alter, wie viele Busse sind das hier? Fünfe. Da fuhr gerade noch der sechste. Oh, und da waren sie fast alle wieder weg. Ja, ein bisschen Cheat muss auch mal sein, ne? Kommen Sie ruhig hier vorne rein. Moin, moin. Danke, Mahlzeit, dankeschön. Moin. Jo. Namens. Junge, du hast genug Vorrat. Also hier Vorratsdruck. Ich hab's nicht verstanden, der Kollege ist so laut. So, also hier funktioniert die Ampel bestens. Friesenbergstraße. Also jetzt in die Gegenrichtung ging das relativ schnell alles so, ne? Gut, außer dass da fünf Busse standen, aber war ich jetzt ein bisschen fies und hab die alle erstmal weggespawnt, aber naja. Aber es kann durchaus sein, dass es da jetzt auch immer zu Stau kommt. Da waren früher ja auch immer übelst viele Busse an der alten Bushaltestelle an dem Bahnhof da. Was haben wir hier? Kann ich leider nicht erkennen. Ich dachte, er ist irgendwie Konditorei oder so. Ist Manfred ausgestiegen? Nö. Nee, dann wird es auch keine Konditorei sein. Dann wird es irgendein Gemüseladen sein, wenn hier Manfred nicht aussteigt. Na doch, Bäckerei. Okay, dann... Dann wird das... Ist das naheliegend, dass das auch eine Konditorei war, ne? Aber die hat ja schon zu 1939, ich wollte schon sagen, weil normalerweise erstmal fett Buttercremetorte für Manfred erstmal hier, ne? Muss das sein. Wasserturm. Na guck mal, hier ist zum Beispiel auch dieses moderne, sag ich mal, in Anführungsstrichen, ja? 30er-Schild. Das wäre halt schön, wenn es da bei diesen zwei anderen Schildern auch noch wäre, wo ich das vorhin angesprochen habe. So, hier ist Netto Marken-Discount mit dem alten Logo noch. Netto ist ja gerade dabei, die ganzen Filialen alle zu erneuern und dazu gehört eben auch dieses neue Netto-Logo. Heißt halt auch nicht mehr Netto Marken-Discount, sondern nur Netto. Vielleicht hat man das hier in Bremen noch nicht gemacht an dieser Stelle. Moin. Jo. Hackenbeerstraße. Hä? Okay, der Hilfsfall war jetzt gerade ein bisschen unnötig, aber okay. Da vorne ist erst links abbiegen, wollte schon sagen. Namens, danke sehr. Jetzt sind wir auch gleich wieder da. Besamstraße. Ist eine Linie, die Spaß macht auf jeden Fall. Wie gesagt, an diesem neuen Busbahnhof Aumund, da ist natürlich immer Gefahr, dass du Verspätung kriegst, ne?
unabhängig davon, ob die Ampel jetzt funktioniert oder nicht, muss man schauen. Und der Fahrplan ist halt auch ein bisschen eng getaktet. Also ich fahre ja wirklich nicht entspannt heute. Und gerade so immer bei 0-0, ne? Also es ist schon eine anspruchsvolle Linie, aber eine Linie, die auf jeden Fall auch Spaß macht. Bin dann auch auf die anderen beiden Linien gespannt. Eggestädter Straße. Der 98 hat sich nicht verändert, das ist dann eben nach Borchsold wieder da. Relativ kurze Linie, ne? Aber diese Linie, die geht ja auch über 20 Minuten. Da sehen wir jetzt, dass auch in diesem neuen Szenario, also nach 2011 ist das, glaube ich, wo das ja wechselt hier, dass auch da lange Linien möglich sind. Ja, sonst waren das ja immer nur wirklich so sehr, sehr kurze Linien. Und man hatte dann eben die 76 bei dem alten Szenario. Die dann halt ein bisschen länger war. So, was hast du dran? Och, Leerfahrt. Na, gönn dir. So. Betriebshof Blumenthal. Das ist wahrscheinlich der, der jetzt gerade ausrückt oder so. Das kann natürlich sein. Ich glaube, das ist der. Ja, ja, 1942 kann sein. Den fahren wir dann das nächste Mal. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich mal gerade nachgucken. Ob das stimmt. So, hier halten wir erstmal an. Nicht, dass ich wieder keine Abrechnung kriege. Nö, 51 fahren wir nächstes Mal erst ab. Naja, okay. So. Nächster Halt, Werkstatt. Da steht's. So, Kollege. Kollege, was machst du? Der Zwillingsbruder von Jan Böhmermann offensichtlich. So, wir können schon mal das Licht ausmachen. Achso, hier. Wir erstmal nochmal anhalten. Machen entsprechend schon mal Licht aus. Und fahren da hinten zur Werkstatt. Also ich hoffe mal, dass das, ja, das stellen wir uns mal auch so schön frech davor. Sehr cooler Betriebshof auch hier. So. Ich glaube. Oh ja, jetzt habe ich schon eine Auswertung bekommen. Was steht da? Boah. B33 Tor 3. Wir stellen uns einfach davor. Ich meine, man kann die Tore hier sowieso nicht öffnen. So. Das soll es gewesen sein. Licht aus. Ja, dann könnten wir hier theoretisch noch sagen. Genau, Dienst beenden. Ah ja, es steht hier gar nicht, wie viel Geld wir eingenommen haben. Naja, gut. Aus. Oder zu und Elektrik aus. Ja, gut. Dann beenden wir das heute mal so. Ich sage ganz herzlichen Dank für euer Interesse. Ja, freue mich auf eure Kommentare. Guckt euch gerne noch ein altes Video von Bremen Nord an. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu vergleichen. Lasst ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Glocke aktivieren und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht es recht gut, haut rein. Ciao, ciao.